Es ist sein automobiler Traum, mit dem Martin Wricke aus Bad Breisig hier unterwegs ist. Der historische Rennwagen der Marke Rover wurde am 17. Januar 1939 ausgeliefert und ist heute seltener Vertreter eines elitären PS-Kreises. Weltweit gibt es nur noch eine Handvoll dieser Wagen. Das ist ein 39er Rover Special und ist in England gelaufen und ist an Teilen halt rübergekommen und jetzt von uns zusammengebaut. Vor Jahren übernahm er einige Kisten Einzelteile aus England, die dann am Rhein wieder zu einem Auto zusammengebaut wurden. Für den Kfz-Liebhaber ging damit ein Traum in Erfüllung. Denn schon seit Jahren war er an dem Oldtimer interessiert. Jetzt rollt das historische Automobil wieder und soll demnächst auch bei historischen Rennen eingesetzt werden. Für Martin Wricke eine Selbstverständlichkeit, denn die sind für Rennen gebaut und sollen auch dafür genutzt werden. Also das ist schon zum Fahren gedacht. Okay. 2001 gründeten die beiden Brüder Martin und Matthias Wricke ihr Familienunternehmen, in dem heute 5 Mitarbeiter beschäftigt sind, darunter ein Lehrling. Ausbildung war und ist den Wrickes wichtig. 8 Jugendliche haben in ihrem Betrieb eine Lehre im Kfz-Handwerk absolviert. Ein wichtiger Ansprechpartner dabei ist die Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Koblenz, die sowohl für Jugendliche wie auch die Ausbildungsbetriebe da ist. Die Zusammenarbeit mit Ausbildungsberaterin Claudia Wildermann ist gut und erfolgreich. Auch deshalb unterstützen die Bad Breisiger die kommende Autoschau bei der Sparkasse Koblenz, die am Wochenende 20. und 21. Februar in Koblenz stattfindet. Die Handwerkskammer wird dabei an ihrem Stand über die automobile Berufswelt informieren, aber auch Exklusives darüber hinaus bieten. Zum einen das Fahrzeug, was wir hier sehen, worüber ich mich sehr freue. Und dann haben wir natürlich jede Menge Informationen im Gepäck. Faszination Auto ist für viele nicht nur Hobby, sondern auch der Gedanke an Karriere. Wir informieren über Ausbildungsberufe im Handwerk, im Kfz-Handwerk, wie zum Beispiel den Kfz-Mechatroniker, den Karosserie-Fahrzeugbauer, Fahrzeuglackierer und die Automobilkaufleute. Wir geben Tipps zu Bewerbungen. Wir haben unsere Lehrstellenbörse an Bord. Wir informieren über Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung und auch zum Beispiel Auslandspraktika während der Ausbildung. Dann geht es auch um die Berufe, die tagtäglich für zufriedene Wricke-Kunden sorgen. Denn der Betrieb restauriert oder repariert nicht nur Oldtimer, sondern ist auch in erster Linie für ganz normale Kfz-Fälle des Alltags da. Ob Sportwagen oder Familienkutsche, ob Kleinwagen oder Zweirad, ob Reifenwechsel oder Motorschaden, die Kfz-Brüder und ihre Mitarbeiter haben Benzin im Blut und leben ihre Leidenschaft für Automobile auch im Werkstattleben aus. Wer den Rover HP16 Spezial von 1939 live erleben möchte, findet den historischen Rennwagen und viele wichtige Informationen zum Kfz-Handwerk am 20. und 21. Februar in der Koblenzer Sparkassenhauptstelle in der Bahnhofsstraße. Mehr Informationen dazu im Internet unter sparkasse-koblenz.de oder hwk-koblenz.de.